Okay, Freunde, Piggy-Zeit. Das ist, wo das Signal herkommt, mit einem neuen Kapitel hier im Außenbezirk. Ich denke, wir werden mal reingehen. Das ist tatsächlich die Karte, die wir schon in der letzten Folge da gesehen hatten, ne? Wo tatsächlich schon ein bisschen was gespoilert wurde. Das ist tatsächlich die Karte, die wir gesehen hatten mit den anderen Charakteren. Und hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr, muss ich sagen. Wir können uns hier ein bisschen mehr ansehen, falls ihr die eine Folge nicht gesehen habt. Oh mein Gott, hier sind so Militärsoldaten am Start. Ich glaube, der hat schon einen Schlüssel oder sowas gefunden. Ja, er hat einen blauen Schlüssel. Oh, hier sind überall Soldaten. Ich laufe mal diesem blauen Piggy hier hinterher. Und wir gucken uns das gesamte Ding mal hier an. Wir haben hier anscheinend schon den ersten Schlüssel gefunden und Piggy ist aufgewacht. Wir haben da einen blauen Schlüssel, der schon mal aufgemacht werden kann. Und hier oben finden wir dann mehr Stockwerke. Oh mein Gott, ist das viel hier. Oh, aber der rennt jetzt sogar schon weiter. Das heißt, dieses Schweinchen hier hat richtig die Ahnung, was abgeht. Er hat nämlich jetzt schon den grünen Schlüssel jetzt hier gefunden, ne? Und, oh, da unten kommt auch schon Piggy. Warte mal, er ist, oh nein, er ist an der grünen Tür vorbeigelaufen. Oh, okay, ich schau mal, ob ich vielleicht nochmal was anderes finden kann. Er hatte den grünen Schlüssel, aber er ist an der grünen Tür vorbeigelaufen. Also, wir sind hier irgendwie in so einem Militärgebiet. Da, hier, Kumpel, da, das musst du aufmachen. Go, go. Genau, mach auf. Okay, da haben wir den Purple-Schlüssel. Der ist richtig gut, Alter. Der läuft hier richtig die Routen schon voll komplett ab. Ich glaube, der hat tatsächlich sogar schon vieles gelernt. Guck mal, hier sind sogar Patronen, die können wir mitnehmen. Oh mein Gott, da ist Piggy und sie kommt hier, glaube ich, auch rein. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine Waffe sogar. Oh, zack, ich habe Piggy ausgeschaltet. Okay, jetzt können die anderen Leute ein bisschen länger sich die Zeit nehmen und sich ein bisschen mehr angucken. Wir haben hier nochmal den blauen Schlüssel und so. Und hier oben können wir übrigens auch langlaufen. Das ist hier wie so eine Art Gefängnistrakt, so ein bisschen abgefahren. Okay, hier oben brauchen wir aber den roten Schlüssel. Der Nils ist da schon nach hinten gelaufen und da brennt sogar Feuer. Das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich nochmal einen Feuerlöscher oder sowas in der Art. Wir können uns theoretischerweise, ich glaube, wir können den Nils so ein bisschen unterstützen, damit wir das hier gemeinsam schaffen können. Oh mein Gott, da, damit wir das hier gemeinsam schaffen können, werde ich hier immer versuchen, so ein paar, oh, guck mal, da können wir auch reingehen. Mal gucken, was wir hier finden können. Lass mal den Nils einfach mal machen. Der ist richtig gut, ey. Guck mal, hier ist sogar ein zweites Stockwerk. Und hier oben ist nochmal der rote und nochmal Patronen. Die nehmen wir mit. Dann können wir unsere Pistole wieder laden. Das heißt also, ich werde weiterhin diesen Nils so ein bisschen helfen. So, der läuft jetzt mit dem anderen Schlüssel hier entlang und hat jetzt den goldenen Schlüssel und geht jetzt wahrscheinlich zu diesem Tresor hier hinten und hat jetzt ein anderes. Oh, er hat den Feuerlöscher bekommen. Dadurch können wir den Feuerlöscher tatsächlich sogar hier nochmal abändern. Perfekt. Und hier haben wir sogar, oh, auf der anderen Seite ist der Schraubenzieher. Den müssen wir jetzt noch irgendwie bekommen. Und dafür müssen wir diesen Panzer hier beladen. Oder? Kann es sein, dass wir den Panzer hier beladen müssen? Abgefahren. Doch, was muss da hin? Wir brauchen Benzin oder sowas in der Art. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, woher wir dieses Benzin herbekommen können. Aber vielleicht kann dieser eine Typ, der hier schon so richtig rasiert und so. Oh nein! Es wurde jemand getötet. Der Nils Holger ist übrigens jemand, also der Typ, der hier so richtig gut spielt, ist sogar in unserer Aerosolino-Gruppe. Das heißt also, falls ihr gerne auch mit mir zocken wollt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr meiner Aerosolino-Gruppe beigetreten seid. Hey, guck mal, der hat da oben jetzt sogar gerade tatsächlich das Ding aufgemacht. Ja. Hey, guck mal, der hat mir das sogar gelassen, oder? Nee, warte. Ich möchte es gerne machen. Nils, lass mich das machen. Oh, Nils, bitte, ich möchte es machen. Bitte. Okay, er läuft zum Panzer. Okay, gut, ich lasse es ihn machen. Er zeigt mir einfach, wie diese Karte funktioniert. Oh mein Gott, ich habe das erste Mal diese Karte hier gespielt. Es sieht so aus, als ob wir tatsächlich gewinnen. So, warte mal. Die Piggy kann ich abschießen. Doch, da ist der Panzer. Oh mein Gott, der Panzer ist losgefahren. Ich habe Piggy ausgeschaltet. So, oh mein Gott. Okay, der Panzer ist jetzt hier reingefahren. Ich nehme nochmal Patronen mit. Das heißt also, jetzt haben wir auch sogar hier diesen Schraubenschlüssel. Und er hat sogar das Ding hier schon aufgemacht. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir hier noch die blaue Keycard. Uiuiuiui, okay. Es könnte sein, dass die Piggy gleich wieder zum Leben kommt. Aber ich habe zum Glück noch eine Patrone übrig. Mal gucken, wo sich dieser Nils jetzt schon wieder versteckt hat. Er hat jetzt wahrscheinlich schon die nächste Karte im Blick, so ein bisschen, ne? Wir gucken mal weiter rein, ob wir ihn vielleicht sehen können, wie er diese blaue Karte holt. Okay, hier oben sind einfach nur zwei Mädels, die sich einfach nur verstecken. Die warten einfach nur darauf, dass die Jungs hier mal versuchen, irgendwas zu machen. Oh Gott, Alter. Wir müssen hier unser Leben riskieren, oder was? Okay, wir brauchen unten die blaue Keycard. Das heißt also, irgendwo hier müssen wir wahrscheinlich auch noch eine weitere Keycard finden, ne? Müssen wir also vorsichtig sein.
geh mal hier nach unten. Guck mal, da ist sogar noch eine Tür, die noch nicht geöffnet wurde. Vielleicht ist hier die blaue Keycard auch drin. Schau mal, hier ist sogar noch ein offenes Türchen. Und hier ist der Schraubenschlüssel. Ich glaube sogar, was? Dieser Typ hat, glaube ich, alles gewonnen. Oh mein Gott, dieser Typ ist ja richtig gut, ey. Was? Oh mein Gott, lass mal weiter gucken, ob der hier tatsächlich schon die blaue Keycard gefunden hat. Wir gehen mal hier weiter. Hier ist auch nochmal ein Schlafzimmer. Das haben wir auch noch nicht durchsucht. Es könnte auch möglicherweise sein, dass er selber auch noch weiter sucht und noch nicht irgendwas gefunden hat. Warte mal, wir schauen mal. Doch, tatsächlich. Der hat das Ding einfach schon aufgemacht. Was? Nie im Leben, oder? Das ist schon der Ausgang. Hier fliegen wir jetzt mit dem Helikopter weg, oder wie? Oh mein Gott, wir haben das einfach jetzt schon geschafft in 5 Minuten. Das ist, wo Mr. Potato ist. Oh mein Gott, da drinnen ist Mr. Potato. Sind wir wirklich schon bereit, das hier zu sehen, was da drinnen sich versteckt? Oh mein Gott, wartet! Oh mein Gott, da kommt George. George ist auch mit am Start. Das heißt also, George, sind die Schwestern nicht irgendwie... Beobachten dich die Schwestern nicht gerade irgendwie? Solltest du nicht lieber hier sein? Ich habe sie überredet, eine Runde Verstecken mit mir zu spielen. Das heißt, warum bist du uns gefolgt, George? Oh mein Gott. Ich möchte in Real Life gerne sehen, wer meine Familie verletzt hat. Und ihr habt und ich habe eine riesengroße Welle an Leuten herangebracht. Erzolino, nimm George mit dir da rein. Pony und ich werden hier draußen die Stellung halten. Bleib nah zu mir, George. Ich werde dich versuchen, sicher zu halten. Sissy, wenn wir es nicht schaffen werden, dann möchte ich dich nur wissen lassen, dass... Ist es okay, Pony? Ich weiß es schon. Okay. Das ist ja abgefahren. Das heißt also, in der nächsten... Oh mein Gott, es geht sogar weiter. Was? Oh Gott. Oh, das ist Mr. Potato. Ich bin ein Desaster geworden. Oh mein Gott, das ist Mr. Potato. Ich habe versucht, die Dinge besser zu machen. Aber ich habe sie nur schlimmer gemacht. Das ist Mr. Potato in Cyborg-Form. Mr. Potato, wir sind hierher gekommen, um deine bösen Pläne zu durchkreuzen. Es kann nicht sein. Oh mein Gott, was? Ihr beide seid nicht echt. Ihr versucht mir nur einen kleinen Witz zu spielen mit meinen Gedanken. Die Leute, die ich hier zurückgelassen habe, versuchen mich zu jagen. Was? Worüber redet er da? Ihr beide seid tot. Lasst mich mich sein. Hä? Wir müssen unbedingt hinter ihm her. Yo, was? Was ist denn da passiert? Dieser Mr. Potato ist ja richtig ausgerastet. Wir schauen mal nochmal kurz rein, ob es auch einen neuen Skin gibt mit dem neuen Update. Und tatsächlich, es gibt den neuen Torture-Skin. Okay, wir schauen mal rein. Wir holen uns einfach mal hier ein paar Robux. Das heißt also, wir brauchen circa... 415. Ja, 415 Robux brauchen wir. Das heißt also, hier die guten alten 394 Robux können wir bezahlen, damit wir hier ein bisschen was haben können, um uns den Torcher zu kaufen. So, und dann gucken wir mal, ob wir auch mal eine Runde Piggy jetzt spielen können. Abgefahren tatsächlich. Versuchen hier mal wieder eine weitere Runde zu spielen. Der Nils Holger, dieser brutale Typ, ist jetzt diesmal tatsächlich sogar die Piggy geworden, ne? Das heißt, wir schauen jetzt nochmal wahrscheinlich da jetzt rein. Und ich möchte jetzt auch nochmal gerne reingucken, ne? Und einfach mal sehen, was sozusagen... Also der Typ, der uns gerade eben sozusagen durchgebracht hat, der ist jetzt Piggy. Das heißt also, das hier werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Der Typ ist Pro-Gamer, okay? Und er kennt die Karte in- und auswendig. Das heißt also, wir kennen uns jetzt so ein bisschen aus und jetzt versuche ich das Ganze mal selber aus, okay? Ich habe so ein bisschen circa verstanden, in welche Richtung das geht. Hier haben wir schon mal Patronen und sowas und wir brauchen auf jeden Fall diesen blauen Schlüssel. Mit dem blauen Schlüssel können wir hier diese Tür aufmachen. So hat er das zumindest gemacht. Und dann, als wir hier hochgelaufen sind und wir hier sind, konnten wir weiter nach da hinten laufen, so. Und hinten haben wir hier eine Karotte, die brauchen wir aber nicht. Aber da hinten liegt auch eine Schraubenschlüssel. So, den Schraubenschlüssel können wir auch mitnehmen. Das heißt, Piggy ist jetzt übrigens schon aufgewacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt nehmen wir den Schraubenschlüssel und versuchen hier runterzukommen, um an diese eine Start, an diesen einen Platz da zu kommen. Oh mein Gott, er hat übrigens einen verrückten Skin. Oh nein. Okay, warte mal, ich guck mal, was ich hier brauche. Okay, da habe ich das hier. Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt da drin. Dann habe ich hier drinne jetzt tatsächlich eine Patrone. Hä? Was muss ich denn mit der machen? Ach so, die muss, glaube ich, in den Panzer rein. Kann das sein? Ich denke mal schon. Oh Gott, hier kommen überall Soldaten raus. Ah! Okay, alles easy.
Dann nehmen wir jetzt sozusagen, hier haben wir noch einen grünen Schlüssel, den brauchen wir nicht, wir brauchen den roten Schlüssel eigentlich. Ich glaube, ich kann jetzt die Patrone hier in den Panzer reinjagen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Oh Gott, er kommt auch schon, er kommt auch schon. Okay, aber ich... Oh nein! Ich selber hab's anscheinend nicht geschafft. Na gut, okay, okay. Der Versuch ist es zumindest gewesen, meine werten Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge Piggy wieder. Ich hab's einmal geschafft und einmal bin ich gestorben. Oh Mann, was eine Runde. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Piggy 11, Chapter 11 findet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.